weil sämtliche Löschversuche fehlschlugen, versucht die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern jetzt aus der Luft die gewaltigen Brände in den Griff zu bekommen. Die Hubschrauberflotte soll heute verdoppelt werden, um das Flammenmeer auf einer Fläche von 430 Hektar einzudämmen. Eine Herkulesaufgabe, denn ständig drehende Winde fachen das Inferno in den ausgetrockneten Wäldern immer wieder von Neuem an. Am Abend musste deswegen eine weitere Gemeinde im Krisengebiet evakuiert werden. Auch in der Nacht sind Großtank, Löschfahrzeuge, Feuerwehrwagen und Bergungspanzer unterwegs. Insgesamt 2000 Helfer sind inzwischen im Einsatz, viele seit 24 Stunden. Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ist aber noch immer nicht unter Kontrolle. Wir haben eigentlich das Problem, dass die Brandbekämpfung nicht durchgeführt werden kann, da wir nicht in den 1000 Meter Radius bei munitionsbelastetem Gebiet gehen können. Und zurzeit sind wir eigentlich dabei, die Ortschaften zu sichern. Inzwischen musste mit Volzrade das vierte Dorf, das an den Brand grenzt, vorsorglich geräumt werden. Die mehr als 100 Einwohner kamen bei Verwandten unter oder in einer Notunterkunft. Es ist für die zu Evakuierenden auch eine emotionale Sache und es ist schon anstrengend und wir wollen das eigentlich verhindern, sowas zu machen. Lässt sich aber manchmal nicht. Seit dem Morgen fliegen die Löschhubschrauber wieder und ihre Anzahl wird weiter aufgestockt. Bundeswehr und Polizei aus vielen Ländern unterstützen die Feuerwehr mit Bergungspanzern und Wasserwerfern. Bis zum Wochenende wollen die Einsatzkräfte das Feuer im Griff haben. Die gigantische Rauchwolke zieht inzwischen Richtung Brandenburg, über 180 Kilometer weit bis nach Berlin. Sprechen wir darüber. Paul Willmann ist in Trebs bei Lübten. Wie hat sich denn die aktuelle Lage seit gestern Abend weiterentwickelt? Man konnte zumindest verhindern, dass sich das Feuer wirklich großflächiger ausgebreitet hat. Und die guten Nachrichten am heutigen Morgen, die kommen tatsächlich vom Himmel. Wenn wir einmal hochschauen, seit Tagen sind das eigentlich so die ersten Wolken. Da sind auch leichte Regenwolken dabei. Die Hoffnung hier vor Ort und gerade natürlich bei den Einsatzkräften ist, dass auch ein bisschen Regen mitkommt. Im Moment spüren wir das hier noch nicht. Und es ist auch davon auszugehen, dass es nicht reichen wird, um am Ende hier wirklich den Brand komplett zu stoppen. Aber parallel fährt man natürlich auch wieder die Einsatzkräfte hoch. Die Hubschrauber sind auch schon wieder in der Luft. Also man versucht hier tatsächlich diesen Stand, den man jetzt erreicht hat, dass das Feuer zumindest nicht mehr unkontrolliert sich extrem großflächig ausbreitet, irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Und wie steht's mit den Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen? Wie reagieren die darauf? Also gestern wurde dann noch ein weiterer Ort hier in der Nähe auch evakuiert. Das war dann der vierte insgesamt. Das waren wieder 100 Personen. Davon sind die meisten bei Familien und Freunden untergekommen. Trotzdem muss man generell sagen, dass die Menschen hier, das kann man wirklich sagen, wenn man hier auch rumfährt, gut vorbereitet sind zum einen und vor allem auch sehr solidarisch. Wir sehen das hier auch an dem Einsatzzentrum der Feuerwehr beispielsweise, dass hier Spenden ankommen. Wir sehen, dass das sind Menschen hier auch wirklich Kisten gepackt haben, eben für die Einsatzkräfte, um irgendwie auch unterstützen zu können, weil sie genau wissen, was hier auch geleistet wird. Die Feuerwehr, nicht nur die Feuerwehr, natürlich auch die Polizei, das technische Hilfswerk sind hier rund um die Uhr im Einsatz und versuchen eben das Menschenmögliche möglich zu machen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, schockiert sind und vor allem auch nicht wissen, wann sie zurück können. Paul, du wirst uns den ganzen Tag über weiter auf dem Laufenden halten. Bis hierhin erstmal vielen Dank nach Trebs bei Lübten.